Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Das DB-Museum in Koblenz-Lützel ist auch endlich fertig geworden, hat eine ganze Weile gedauert und genau das schauen wir uns heute ein bisschen an. Erstmal gibt's ein bisschen Gebastel. Zu dem Zeitpunkt waren die Gleise schon verlegt, also das habe ich schon ziemlich am Anfang gemacht und noch ein paar Gebäude dazu geschmissen, Dieseltankstelle und das Stellwerk. Und dann habe ich einfach lange Zeit da nichts mehr dran getan. Nächster Schritt war dann hier so diesen Unterstand irgendwie hinzubekommen. Das habe ich dann erstmal mit der Modbox umgesetzt oder habe es versucht umzusetzen. Aber das habe ich dann nochmal verworfen und habe dann einfach ein Asset von Huge Dragon verwendet, der auch diese ganzen Urban Expansion Sachen gebastelt hat. Also diesen großen Busbahnhof, die Polizeistation, die Feuerwache. Zuletzt kam auch noch so ein cooles Krankenhaus, ist erschienen, hat er auch noch gebaut. Und da ist halt auch so ein, das nennt sich glaube ich Engine Shed, also einfach ein Unterstand für die Lokomotiven. Und der passt da deutlich besser hin. Und ich glaube, das Ding hat sogar ein blaues Dach. Und dieses Asset, was ich da jetzt mittlerweile verbaut habe, hat eben auch ein blaues Dach. Also das passt wunderbar zusammen. Dann sind wir hier schon dabei, das Ganze ein bisschen anzupinseln. Und natürlich habe ich da auch jede Menge Rollmaterial abgestellt. Plus ein paar so kleine Paradelinien werden wir natürlich auch noch in Augenschein nehmen. Also eine Dampflok fährt da so ein bisschen hin und her. Der TEE hat dort eine kleine Linie bekommen. Der fährt immer zwischen diesem Gelände hier und Koblenz Hauptbahnhof hin und her. Und so eine kleine Dieselparadelinie habe ich auch noch eingerichtet. Und wie gesagt, natürlich viel Rollmaterial abgestellt. Kann man jetzt gerade schön erkennen. Das kann natürlich auch im Laufe der Zeit noch mal ein bisschen durchgewechselt werden. Also falls ihr da irgendwas total vermisst, von dem ihr denkt, das muss da unbedingt noch hin, kann man das natürlich noch umsetzen. Aber so habe ich erstmal vornehmlich viele alte Lokomotiven dort abgestellt. Und man findet ja auch wirklich extrem viele Bilder und ich glaube, das Rollmaterial ist sogar aufgelistet auf der Website von dem DB-Museum. Also man kann das schon relativ realitätsnah umsetzen. So, dann befindet sich dort, glaube ich, auch so eine kleine Gartenbahn. Das ist halt schwierig, das in der Form umzusetzen. Stattdessen habe ich mir hier so ein bisschen Schmalspur verlegt und habe dort einfach mal die ganzen Waggons und Lokomotiven aufgestellt, die es zu dem Zeitpunkt gab. Ich glaube, in der Zwischenzeit ist noch ein bisschen was dazugekommen. Aber das erschien mir dann auch als ganz nette Idee. Deswegen habe ich hier einfach noch das eben so umgesetzt. Ein kleiner Schmalspurbereich, wo die ganzen Sachen aufgereiht werden. Kleine Einparklinie angelegt. Und dann einfach die Gleise gefüllt. Ich denke mal, Schmalspur, das wird in der nächsten Staffel, also auf der nächsten Karte, auch nochmal so ein kleines Nebenthema werden. Also bislang habe ich die ja wirklich nur hier in den Weinbergen in Verwendung, was auch ziemlich cool ist, aber da gibt es ja sicherlich auch noch genügend andere Anwendungsmöglichkeiten. Irgendwie vielleicht so ein bisschen Forstwirtschaft, Holzabbau oder solche Geschichten. Da ist das ja auch alles wunderbar geeignet. Oder halt einfach für eine kleine Werksbahn, sowas in der Richtung. Ja, tote Gleise gibt es in dem Bereich auch ein bisschen was. Zu dem Thema habe ich dann auch noch mit eingebaut. Hier auf Höhe des Güterbahnhofs ungefähr. Habe das auch alles schön zuwuchern lassen. Relativ viel Handarbeit ist dabei verwendet worden. Viel Gebüschkram, weitläufig. Und das entspricht auch ungefähr so dem realen Vorbild. Kann man, glaube ich, insgesamt alles ziemlich gut wiedererkennen, dieses ganze Areal. Natürlich auch dadurch, dass es auch das passende Stellwerk gibt, was sich genau dort befindet. Also das Stellwerk Koblenz-Lützel, dieses alte schöne Stellwerk. Das war natürlich auch wunderbar, dass genau dieses Stellwerk zur Verfügung steht. So, noch ein bisschen mehr Grünzeug und zurück aufs Gelände. Dann habe ich das alles noch ein bisschen eingezäunt. Wenn man sich das in der Realität anschaut, wenn man sich Bilder anschaut, die machen ja auch immer so ein Sommerfest, da ist hier tatsächlich auch so ein Zaun genau in der Position, aber das ist halt so ein, ja, so ein Absperrband, sowas in der Richtung, also kein fest installierter Zaun. Aber das passt auch hier mit diesem Metallzaun. Und ihr habt es eingangs schon gesehen, also da ist natürlich jetzt auch einiges an Betrieb. Da ist halt einfach, also ich habe einfach ein kleines Fest inszeniert, ne, so mit
Grillständen und Getränkeverkauf und so, also ein Kram und jede Menge Personen ersetzt natürlich über diesem Areal ausgekippt. Viele Eisenbahnbegeisterte, die sich heute dort eine Veranstaltung anschauen. So, dann bin ich noch ein bisschen, also die umliegenden Straßen und Stadtteile, da bin ich auch schon relativ weit vorangekommen und einiges davon ist auch relativ detailliert geworden. Also die Straßensetzung entspricht sogar auch ungefähr so dem realen Vorbild. Aber ich habe jetzt nicht jedes Gelände natürlich eins zu eins versucht nachzubauen, sondern halt wie üblich so eine Mischung aus Wiedererkennungswert und Freestyle. So, dann wird dieses Ding wieder abgerissen und stattdessen eben dieser Lokomotivschuppen, diese Überdachung hier eingebaut. Die kann man natürlich auch kombinieren. Ich habe dann einfach mal zwei von den Dingern hier reingezogen. Diese Wartungsstege passen auch ganz gut, weil dann können halt die Leute da einfach hochklettern und sich die Lokomotiven und das ganze Rollmaterial schön auch aus der Nähe anschauen. Ein paar Autos geparkt hier, so eine Uhr kann natürlich auch nicht schaden. Bin immer noch schwer begeistert von diesen Uhren, weil die ja wirklich funktional sind. Also Echtzeit, in Echtzeit laufen die Dinger. Das ist echt ein großartiges Asset. Gerade für die ganzen Bahnhöfe eine wunderbare Geschichte. So, viele Schaulustige, viele Eisenbahnbegeisterte. Da wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch auch gerade dabei sein. Hier beim Sommerfest. Aber passt ja sogar zeitlich einigermaßen. Also ich würde mal vermuten, das wird jetzt dann irgendwann stattfinden oder hat schon stattgefunden. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwann in den Sommermonaten wird das wohl über die Bühne gehen. So, die stehen hier alle an diesem Absperrzaun und schauen dann eben den kleinen Paradelinien zu. Der TEE, der kommt hier regelmäßig natürlich vorbei und die ganzen anderen Geschichten. Es gibt natürlich noch auch ausreichend Ingame-Impressionen, die wir uns gleich noch zu Gemüte führen werden. Und ein bisschen Kameratool-Aufnahmen gibt es auch noch obendrauf, um das Ganze abzurunden. So, ein paar Sonnenschirme noch hingeschmissen und dann wird das Ganze natürlich hier noch mit Personenassets gefüllt. Ja, die Leute lassen sich's gut gehen. Auch relativ hoher Detailgrad auf dem ganzen Gelände, das war mir natürlich auch wichtig. Auch ein Grund, warum das einfach so lange gedauert hat. So, dieses Rolltor ist auch ein cooles Asset. Kann man auch noch schön hier einbauen. Und dann sind wir auch mit dem Gebastel soweit erstmal durch. Also schauen wir uns noch ein paar Perspektiven an. Ich habe einfach mal versucht, so alle Bereiche nochmal so ein bisschen in den Fokus zu nehmen. Habe dann auch hier so das Kameratool einfach verwendet, um einfach auch eine höhere Brennweite zu bekommen. Dann kann man einfach schön die ganzen Lokomotiven nochmal in den Fokus nehmen. Hier, diese alte verrostete Lok, die hatte ich ganz am Anfang irgendwie dabei und das war, glaube ich, ein Bug. Ich weiß nicht, ich habe dann eine neuere Version runtergeladen. Die ist halt irgendwie nach ein paar Jahren, war die Lokomotive schon total verrostet. Und dann habe ich sie, anstatt sie wegzuschmeißen, einfach hier auf dieses Gelände rangiert. Also die steht hier einfach rum und wartet darauf, aufbereitet zu werden. So, hier kleine Dieselparade. Darf natürlich auch nicht fehlen. Fährt auch immer schön hin und her, genauso wie die Dampflok, die hier im Hintergrund steht. Kleiner Nachteil an der ganzen Geschichte, das mit den Soundquellen, also mit den Lokomotivsounds, da werden halt nicht immer die richtigen Sounds eingefangen. Also das ist immer schwierig, wenn man ganz viele Soundquellen auf recht geringem, also recht engem Ort hat. Dann, also damit ist das Spiel noch nie wirklich klargekommen. Das war schon immer ein Problem. Und ihr seht ja selbst hier, jede Lok, die hier abgestellt ist, auch wenn sie nur rumstehen, erzeugen halt, also jede Lok ist praktisch eine Soundquelle, deswegen ist das immer sehr, sehr schwierig, dann halt zum Beispiel gerade den Sound von einer vorbeifahrenden Dampflokomotive einzufangen oder sowas in der Richtung. So, damit muss man halt einfach leben. So, hier mal schön zwischen die Reihen hineingefilmt noch. Da steht im Übrigen auch hier im Hintergrund, also in der Mitte, zweite Lok von links, die Vorserienlokomotive, also die Vorserie Baureihe 103, die spätere Baureihe 103. Die E03, um genau zu sein. Und ich glaube, die steht tatsächlich auch im Original hier genau in dem DB-Museum. Und wie gesagt, das kann man alles nochmal ein bisschen weiter durchmischen. Vielleicht das Thema Dampf nochmal mehr vertiefen. Und es ist ja auch, glaube ich, meistens so, dass wenn hier eine Veranstaltung ist, da kommen halt auch irgendwelche Gäste. Also sprich irgendwelche Eisenbahnvereine
die dann hier nochmal vorbeischauen mit ihren Dampflokomotiven, also solche Geschichten in der Richtung. Kann man auch alles. Also wir können noch öfter hier vorbeischauen, alles nochmal ein bisschen durcheinander würfeln und nochmal hier eine kleine Veranstaltung über die Bühne bringen. So, 43. Auch schön aus dieser Perspektive, so ungefähr Kopfhöhe, da wirken die Dinger nochmal so richtig massiv. Da sieht man auch, wie groß die Radreifen sind. Ja, das sind schon faszinierende Geräte, Maschinen. Die Dampfrösser. Dem habe ich übrigens, also es gibt auch, ich glaube, das habe ich im Steam-Workshop runtergeladen oder bei der Mod-Werkstatt. Ich glaube, es war bei der Mod-Werkstatt. So eine Fake-Reversible-Mod. Also einfach eine Mod, die kann man, wenn man einen Zug kauft oder einfach nur eine Lok, dann kann man das Ding hinten noch dranhängen. Ist wie ein eigener Zug oder wie eine eigene Lok. Und das führt dann halt einfach dazu, dass Lokomotiven, die das eigentlich nicht haben, eben dann auch das Wendezug-Feature haben. Deswegen fährt die Dampflok hier auch gerade rückwärts durch die Gegend. Und auch hier so die Dieselloks, die hier gerade vorbeifahren, die Köfs. Und die andere alte Diesellok, da ist das halt genauso. Also die fahren halt einfach, die machen halt nicht diesen 180-Grad-Turn auf der Stelle, sondern fahren einfach eben wie mit dem Wendezug-Feature durch die Gegend. So, den Railjet sieht man, glaube ich, auch zum ersten Mal, oder? Ich glaube, ich habe ihn noch nicht gezeigt. Ist auch ziemlich neu auf der Karte. Ich habe mal diese Bulletin-Variante gewählt. Dann hier die 243 müsste das ja sein, hier in dem altrot-bordeaux-roten Gewand. Ja, die ist eigentlich im Linienbetrieb bei mir ganz normal als Regionalexpress unterwegs, aber ist natürlich auch, passt jetzt wunderbar zum Thema, dass der hier gerade vorbeikommt. Ist ja doch auch eher Museumsbestand. So eine alte Lokomotive. Naja, hier ein bisschen was zur Detailarbeit. Ich habe da noch Prellböcke aufgestellt. Es gibt ja auch, ich glaube, Peugeot Racer hat das veröffentlicht. So eine Mod zur Mod. Da kann man einfach einzelne Prellböcke irgendwo hinstellen, wenn man Bock hat. Hat ja auch ganz gut zum Thema gepasst. Hier ist der ganze Schmalspurkram mal aufgereiht. Die ganzen Loren, die ganzen Zuglokomotiven. Eine V180 habe ich mir noch gegönnt. Und diese, wie heißt sie, Mohab? Nohab. Also die zweite von links eben in dem Fall, hatte ich, glaube ich, auch noch nie in Verwendung. Ich bin mir nicht sicher, aber sie hat scheinbar schon Dienst getan in Deutschland. So, dann hängen wir uns mal hier an die kleine Dieselparade hin. Jetzt wieder mit der Köpf voraus. Dann an der ganzen Geschichte hier dran vorbei am staunenden Publikum. Die begeisterten Massen. Tja. Schöne Geschichte. Also so ein Bahnmuseum darf eigentlich auch nicht auf jeder, darf eigentlich auf keiner Karte fehlen. Also ich denke mal, so ein kleines DB-Museum, irgendwie sowas in der Richtung, wird es auch auf der nächsten Karte wieder geben. Und vielleicht schnappe ich mir auch irgendein Vorbild aus der realen Welt. Ich muss mal schauen, wie zum Beispiel, wie groß zum Beispiel das Nürnberger Verkehrsmuseum ist. Das fällt mir spontan dabei ein. Da war ich als Kind einige Male und war schon ziemlich begeistert. Aber ich glaube, das ist auch nicht so ein Riesenareal. Also sowas in der Richtung könnte man vielleicht mit einbauen auf der nächsten Karte. Mal schauen. Aber es gibt ja auch noch das ein oder andere Eisenbahnmuseum. Nehme ich mal an. So, zurück beim DB-Museum. Bisschen schwierig mit der Performance natürlich in einigen Sequenzen. Aber ich bin erstaunt, also die meisten Aufnahmen, die meisten Perspektiven sind doch relativ ruckelfrei jetzt über die Bühne gegangen. Das hängt auch wirklich immer knallhart von der Perspektive ab. Also manchmal ruckeln mir die Züge brutal durchs Bild mit einer bestimmten Perspektive, dann drehe ich die Kamera um, weiß ich nicht, 40 Grad und dann läuft alles wieder flüssig. Hängt halt immer davon ab, was wahrscheinlich gerade im Hintergrund ist. Und wir sind ja wirklich mitten in Koblenz hier auch. Also da ist viel Stadtkulisse außenrum, der Hauptbahnhof ist nicht weit. Hier ist viel Rollmaterial geparkt, viele Linien, die hier vorbeifahren. Also insofern bin ich eigentlich noch ziemlich froh, also ziemlich happy, dass es doch noch jetzt so gut über die Bühne geht, hier die ganze Geschichte. Schade, dass man nicht auswählen kann, auf welcher Seite die Türen geöffnet werden. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn die 420er die Türen auf der anderen Seite geöffnet hätte. Aber gut, alles Kleinigkeiten. Ich denke, im Großen und Ganzen ist das hier schon wirklich eine schnucklige Geschichte geworden, das DB-Museum. Hier jetzt auch mal so richtige Altbau-E-Loks. Auch eine schöne Sache. Das deutsche Krokodil müsste eins von denen sein. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit den alten Baureihen. Aber schön sind die auch. So,
Der Intercity, der hier gerade vorbeifahrt, passt natürlich auch schön. Fährt, habe ich vorbeifahrt? Ist ja egal. Der passt auch wunderbar zum Thema. Die fahren ja so in der Form auch schon lange nicht mehr rum. Hier mit der IC79 Lackierung. Das passt natürlich wunderbar, wenn der sich hier nochmal blicken lässt. Formsignale habe ich im Übrigen aufgestellt. Ich glaube, die haben sogar ein paar Formsignale dort rumstehen. Passt also auch ganz gut. So, der Dampfer nochmal Tender voraus, kommt dann nochmal vorbeigefahren. Ja, und auch ein Grund, warum es halt jetzt doch recht lange gedauert hat, das DB-Museum. Ich glaube, ich habe es schon zigmal angekündigt. Aber ich wollte halt einfach die Kulisse außenrum einfach auch noch ordentlich in Form bringen, alles noch schön begrünen, damit ich halt solche Perspektiven hier auch nochmal schön einfangen kann. Und ich würde sagen, das passt. Ist halt auch nett, dass das DB-Museum hier so schön in der Kurve gelegen ist. Das gibt halt dem Ganzen auch noch irgendwie. Also es ist einfach eine schöne Optik, finde ich. Auch gerade wenn die normalen Züge, also im Linienbetrieb hier immer noch vorbeirauschen. Das sieht einfach cool aus. Und sich dann so die Kurve dahinter schlängeln. Gefällt mir gut. So, der TEE. Trans-Europe Express. Super schöner Zug. Und die Diesel drängen sich wieder ins Bild. Ach, das ist auch, die heißt auch Baureihe 103. Wusste ich gar nicht. Irgendwie anders abgespeichert. Naja, egal. Noch ein paar weitere Perspektiven. Viele Varianten der Köpfe habe ich natürlich auch abgestellt hier. Dann hier nochmal ein bisschen das Ganze in der Totalen zu sehen. Jojo, gefällt mir gut. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit der ganzen Geschichte. Ein paar Sachen haben sich halt aber nicht umsetzen lassen. Also ich glaube, da wo die Prellböcke stehen, da, ich habe vergessen, was die dort eigentlich stehen haben, haben sie ein paar Signale aufgestellt. Aber Signale kann man halt nur aufstellen dort, wo sich Schienen befinden. Okay, ich hätte vielleicht irgendwie so einen kleinen Schienenstrang. Könnte ich noch irgendwo reinziehen, einfach um ein paar Formsignale dort aufzureihen. Aber so wichtig ist es dann auch nicht. Was mir super gut gefällt, ist einfach, dass ich also diesen Engine Shed, diesen kleinen Lokomotivunterstand mit dem blauen Dach noch gefunden habe. Der passt halt hier wirklich super dazu zu der Anlage. Und insgesamt dann halt auch die Kombination mit dem passenden Stellwerk. Also das ist wirklich top. Die Drehscheibe. Kann man so machen, glaube ich. So, dann nähern wir uns dem Ende. Letzte Minute läuft. Ihr bekommt natürlich jetzt noch die Kameratool-Aufnahmen. Knapp 2 Minuten, glaube ich, sind es geworden. Hinten dran geschnibbelt. Damit wünsche ich schon mal viel Vergnügen. Und wenn ihr noch Anregungen habt, was ich hier noch so ein Rollmaterial abstellen könnte. Wie gesagt, das ist total easy. Das ist die Lokomotiven, das ist ja quasi jedes, also die zum Beispiel die 6, 7 Lokomotiven, die hier zusammengehängt sind, das ist ja praktisch ein Zug. Sprich, muss ich einfach nur ins Depot zurückschicken, kann alles durcheinander tauschen und dann ist das überhaupt easy. Also mehr als einfach, das umzusetzen, eure Wünsche, falls da noch irgendwie was reinkommen sollte. Und meine Idee war halt, also das Thema Dampflokomotiven einfach bei Gelegenheit hier an der Stelle noch mal ein bisschen zu vertiefen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Würde mich sehr freuen. Bis dahin und macht's gut.